Regionalliga West, Rot-Weiß gegen Rot-Weiß, Aalen gegen Oberhausen. Vor dem Spiel das Steigerlied. Tolle Atmosphäre bei dieser Regionalliga-Partie. Das hier ist Trainer Zimmermann von Oberhausen. Der war früher in Aalen selbst tätig. Und das ist der Trainer der Aalener, Marco Antwerpen. Die Gäste aus Oberhausen in den grünen Trikots waren von Fleck weg die bessere Mannschaft. Dominik Reinhardt für RWO. Schwierigkeiten, den Ball wegzubekommen in der Abwehr. Und dann ist Jansen da mit der ersten kleinen Möglichkeit für RWO. Da waren aber immerhin schon 27 Minuten gespielt. Nach 39 Minuten gab es dann eine Freistoßsituation für RWO. Weigelt steht da, der Kapitän, aber ausführen wird Bauder auf Jansen. Relativ einfach, 1:0 für Rot-Weiß Oberhausen durch den Knipser, der in der letzten Saison 13 Mal, in der vorletzten Saison 16 Mal für RWO getroffen hatte in der Regionalliga. Stark gemacht, relativ ungehindert. Ja, die Aalener haben Probleme nach Standardsituationen. Schon in den Spielen gegen Aachen und Schalke haben sie nach Standards Gegentore erzielt. Das hier ist mit der Kappe der Tafelmann. Er hatte die Tafel händisch ausgeführt. 1:0 steht's für die Oberhausener zur Pause, die dann hier erhöhen auf 2:0. Wieder Jansen, bedient von Engelmann. Frühe Vorentscheidung nach dem Einwurf. Also wieder eine Standardsituation. Die Aalener nicht wach, sondern schlafen hier. Vor allem der Mann mit der 25, Julian Wolf, sieht sehr schlecht aus gegen Engelmann. Und dann hinten Jansen. Vogel frei, völlig blank. Schon das dritte Saisontor. Er hatte auch in Köln bei der Viktoria geknipst. Tja, was soll ich machen? 0:2 aus Sicht der Oberhausener. Der Tafelmann war frustriert. Dann kamen die Aalener etwas besser in die Partie hinein. Hier forderten sie Elfmeter und forderten hier noch einmal Elfmeter. Zunächst einmal wegen Foulspiels, jetzt wegen Handspiels. Wir kontrollieren das Ganze. Zunächst einmal das Foulspiel. Die Zeitlupe wird das aufklären. Na, das reichte nicht aus für einen Elfmeter. Und auch Weigelt, der hier am Boden liegt, der ausrutscht, wird dann angeschossen. Er versucht, sich abzustützen und dann wird er angeschossen mit der Hand. Also das war kein absichtliches Handspiel, kein elfmeterwürdiges Vergehen. Ivan Cicevic dann mit dem Nachschuss für Aalen, die jetzt ihre beste Phase in der Partie hatten. Yildirim und der Schuss von Bakshat, wieder Handspiel. Diesmal forderten sie wieder Elfmeter. Haas war im Geschehen, der Abwehrspieler der Oberhausener, aber auch diesmal war es kein absichtliches Handspiel von Haas, von dem Abwehrspieler, sehen wir hier viel, viel besser. Er köpfte sich quasi an, unabsichtlich. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen, vom 24-jährigen Florian Exner. Bakshat hier, starke Szene, beste Szene der Aalener. Das wäre der Anstoß gewesen, aber so blieb es weiterhin beim 2:0 für die Oberhausener im Kasten von RWO, Robin Udegbe, der ehemalige Uerdinger. Dann gibt es wieder Ecke, Weigelt ist das, der Kapitän, Ex-Mainzer. Und jetzt wird das Aluminium geprüft von Haas. Vorher hatte Jansen geköpft, hätte beinahe seinen dritten Treffer in dieser Partie erzielt. Ja, nach Standards haben die Aalener weiterhin Probleme. Oberhausen dem dritten Tor näher mit Trainer Zimmermann als die Aalener dem Anschlusstreffer. Schöner Konter. Der eingewechselte Sinan Kurt, nicht verwandt mit dem gleichnamigen Bayern-München-Spieler. Pfostentreffer zum zweiten Mal Aluminium in dieser Partie. Schön gemacht. Der ehemalige Bochumer letzte Saison 9-mal geknipst. Am Ende blieb es beim hochverdienten 2:0 für Oberhausen. Jansen, zweifacher Torschütze. Wir haben verdient 2:0 gewonnen. Wenn wir uns ein bisschen cleverer anstellen, können wir hinten raus noch 3-4-0 gewinnen. Aber ich denke, dass wir im Großen und Ganzen zufrieden sein können. Wir haben ein bisschen nervös begonnen, aber haben dann unser Spiel durchgespielt, haben Fußball gespielt. Und ich denke, es war ein schöner Abend für Rot-Weiß Oberhausen.